So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Wir sind eigentlich immer noch im Park, wo wir gestern aufgehört haben. Wir laufen jetzt mal in die Mitte, da, an das komische Denkmal in die Mitte vom Park. Es ist immer noch kalt und ich habe schon die Befürchtung, dass die Aufgaben wirklich dieselben sind. Sprich, Kapitel 2, drehe 5 Tage hintereinander einen Pokestop. Das ist ja okay, nimmt ein bisschen Fahrt raus, damit ich auch mal Zeit für die anderen Dinge habe. Gewinne 5 Raids, kann man ja täglich seinen Raid Pass raushauen, das würde gehen. Problem ist, ich habe heute natürlich schon einen Raid gemacht, den Duo Raid, beziehungsweise seht ihr, dass er dann vor 10 Tagen, habe den Duo Raid gemacht, hätte ich das vorher gewusst, so hänge ich dann eins hinterher oder ich muss einen Tag mal 2 machen. Kann man aber eigentlich mit einem Raid und einem Pokestop an einem Tag jeweils verbinden, nach 5 Tagen fertig. Und innerhalb der 5 Tage müsstet ihr dann also die 15 Krypto-Pokémon erlösen. Und das ist die bescheuertste Aufgabe, denn wo ist Radfratz? So oft, wenn der normale Satz kam, normal heißt noch lange nicht schwach, kam da Radfratz einfach raus. Die Leute waren genervt, boah, was will ich mit Radfratz? Jetzt wäre man so froh, wenn man Radfratz kriegen würde, dass man einfach 1000 Radfratz erlösen, nochmal 1000 Radfratz erlösen, radikal erlösen, hin und her, lässt sich leicht besiegen, lässt sich günstig erlösen. Das war auf jeden Fall richtig genial. Jetzt bekommt ihr aber zu nur Porygon, müsst dafür gleich 3000 oder 5000 ausgeben, ich weiß es gerade gar nicht. Das Einzige, was jetzt noch für 1000 da ist, ist vielleicht Hornliu, total selten, oder mal Carvador, extrem selten, oder halt Zubat. Zubat kriegt ihr ja trotzdem aus dem Giftsatz und aus dem Flug. Pokémon-Satz, aber es ist so viel Zeug mittlerweile da. Dann kriegt ihr bei Gift vielleicht Slimer und bei Flug kriegt ihr dann Dragoran. Nein, Spaß, aber das wird auf jeden Fall nervig. Ich glaube, ich habe letztens nämlich alle erlöst und kann jetzt gar keine mehr erlösen. Muss also erst wieder sammeln und sammeln und sammeln. Jetzt habe ich nebenbei vor lauter Gerede schon hier den ersten Pokestop gedreht. Ist aber nicht schlimm. Wir sammeln also 15 Krypto-Pokémon. Wenn wir die letzten 5 erlösen können, melden wir uns wieder und beim letzten Raid und so weiter, also Kapitel 2, jetzt schon richtig mies. Da werden die Rocket-Bosse auch kommen, das macht wenigstens Spaß, aber 15 Krypto erlösen, wenn man dann nicht seinen ganzen Sternstab rauspulvern will, ist das wirklich richtig, ja, wie würde es Hong sagen, leidend. Wir gehen weiter, wir suchen noch ein paar Rocket-Stops, wir gucken mal, ob wir noch was finden, ob wir ein paar Zubats kriegen oder ob Radfratz irgendwann zurückkommt. So, da sind wir also angekommen beim letzten Raid. Sozusagen, ihr seht, drehe 5 Pokestops hintereinander, einer ist noch übrig, gewinne 5 Raids, einer ist noch übrig. Deswegen wollen wir jetzt mal hier die Arena drehen. Nein, wir wollen nicht das Trassler fangen. Da fliehen wir mal, wir drehen mal die Arena und drehen die Arena-Scheibe. Wenn das hinhaut, dann machen wir noch einen Raid, den 5. nämlich. Dazu haben wir auch einen Stargast eingeladen. Ihr seht aber erstmal hier die Bestätigung kam. 5. Stop gedreht auf jeden Fall. Hier haben wir den Stargast, ne? Der Flo ist nämlich am Start. Der unterstützt mich jetzt ein bisschen. Handys liegen auch parat. Jetzt wollen wir noch einen Terrakium-Raid machen. Das ist dann der 5. Dann muss ich nur noch Pokémon erlösen. Und ob ich dann nur Tausende habe, seht ihr dann. Habe ich eh nicht. Muss wahrscheinlich was erlösen, was mehr kostet. Aber dann sind wir auf jeden Fall fertig mit Kapitel 2. Wir gehen in die Lobby und melden uns danach auf jeden Fall nochmal. So, da ist es auch schon down, ne? Über 21 braucht es auf jeden Fall ohne Wetterboost, über 26 mit Wetterboost. Da kam die Benachrichtigung, der 5. Raid gewonnen, 2084. Ist nicht so krass, das wollen wir trotzdem mal fangen. Dazu haben wir ja genug Bälle, 16 Stück. Können wir dann nochmal gucken, wie es bei den anderen aussieht. So, hier haben wir 2086, 2053, 2094. Ist zwar unter 21, dürfte aber ein 91er sein. Ne? Das ist das Pokémon-Wissen, das weiß man doch alles. Wir fangen das aber jetzt und ja, dann immer noch erlösen. Ne? Das Schlimmste am ganzen Kapitel. Hui, großartig. Toll, hätte ich auch daneben schmeißen können, das wäre genauso gewesen. Ha! Critical Catch, ne? Wie hat Yannick immer gesagt? Lucky Wurf. Lucky Wurf.
Kennt ihr auch den Lucky-Wurf? Schreibt es mal in die Kommentare. Wir erlösen jetzt noch ein bisschen, melden uns dann bei den letzten 5 zurück, weil ich gesehen habe, ich habe immer noch 10 drauf. Weiß nicht, was ich erlösen soll und fangen das noch in Ruhe weg. So, wir haben uns jetzt mal da drin verkrochen, denn draußen ist es trotzdem ein bisschen kühl und die Leute gucken alle und wir wollen den Rest jetzt hier machen. Ich habe jetzt immer noch keine 5 erlöst, weil ich einfach immer noch keine 10 Stück gefunden habe, die nur 1000 brauchen. Die letzten 10 werden wir jetzt trotzdem einfach hier machen und dazu gebe ich wieder mal Krypto ein. Wir sortieren das alles mal nach Nummer. Gucken mal, was wir so erlösen können. In erster Linie natürlich Zubat. Hier haben wir aber ein Honliu. Da ändere ich das jetzt mal. Das größte behalte ich und das zweitgrößte erlöse ich auf jeden Fall. IV habe ich alle getestet, nachgeschaut. Ist leider nichts dabei. Ein 98er hätte ich erlösen können. Bringt mir aber nichts. Ich erlöse nur 100er, wenn überhaupt. Letztens habe ich erst einen 100er weggeschmissen. Das packen wir mal fort. Hier seht ihr Radfratz, ne? Das waren noch Zeiten, als es Radfratz gab. Das war richtig genial. Gibt's leider nicht mehr, warum auch immer. Die hätten das ja ruhig drin lassen können. Ich meine, ihr habt bei so vielen Stops so eine große Auswahl. Wenn ihr mal Boden bekommt, kriegt ihr immer zu, ihr kriegt Lavita oder ihr kriegt Sandan oder auch eben hier, wie heißt Knacklion oder Kacklion in Fachkreisen genannt. Knacklion aber irgendwie auch seltener als Sandan zum Beispiel. Aber bei normal bekommt ihr einfach nur noch Porygon. Porygon, Porygon, Porygon. Die hätten doch zu dem Radfratz einfach Porygon dazu machen können. Aber Radfratz ist wahrscheinlich komplett raus und ihr bekommt immerzu nur noch Porygon, obwohl Radfratz so genial gewesen wäre. Früher haben sich die Leute natürlich geärgert und gesagt, ja, ich will was Krasses, schon wieder Radfratz, ich will was Brutales, wo ist Relaxo, wo sind die fetten Sachen? Mittlerweile würden sich die Leute wahrscheinlich freuen, wenn es überall Radfratz gäbe. Zubat könnt ihr aus 2 Stops bekommen, nämlich aus dem Flug-Stop und aus dem Gift-Stop. Habe ich das jetzt einfach weggeschickt oder habe ich das erlöst? Ich blicke schon selber nicht mehr durch, was ich hier mache. Ihr löst auf jeden Fall die restlichen Zubats, die ich jetzt noch auf der Hand habe. Beziehungsweise, wenn ich es ganz schlau mache, könnte ich ja wirklich auch das normale, das höchste Zubat, was ich habe, erlösen für die Aufgabe. Und irgendwann kriege ich ja bestimmt eh ein neues Zubat und lasse das dann auf der Hand. Wenn die Zubat aber auch irgendwann rausnehmen, fehlt mir ein Zubat. Wollen wir das Risiko eingehen? Eigentlich nicht. Denn hätte ich damals alle Radfratz erlöst mit dem Gedanken, Radfratz ist ja immer da, Radfratz kann man ja jederzeit erlösen, dann hätte ich jetzt ein Problem, dann würde mir nämlich jetzt eins fehlen. Also wir gehen auf Nummer sicher, wir lassen trotzdem einen Zubat da, können aber noch einen Golbat erlösen, was ja auch 1000 kostet. Was es noch für 1000 gibt, neben Radfratz, was es nicht mehr gibt, Zubat und neben Honliu, was ihr schon gesehen habt, ist ja zum Beispiel auch Carbador. Aber Carbador meiner Meinung nach auch so ultra selten. Von den fast 700 Rocket Stops, die ich jetzt gemacht habe, habe ich vielleicht 3-mal Carbador dabei gehabt. Das ist also nichts. Jetzt müssen wir mal schauen. Jetzt haben wir nämlich nichts Gutes mehr. Also nichts Krasses, Hohes. Ich nehme mal hier von Generation 1, nehme einfach noch einen Quapsel, erlösen das. Dann müssen wir jetzt in den sauren Apfel beißen. Es sind ja nur 2 Stück, die 14 und die 15, die teurer sind. Also erlösen wir einfach noch einen Quapsel und vielleicht noch einen Sandan oder irgendwas. Dann sind wir auf jeden Fall fertig mit dem zweiten Kapitel. Oder was haben wir noch? Komm, wir nehmen doch hier das Knofenser, nehmen wir noch. Kostet auch 3000. Das noch hinterher. Und bei Knofenser finde ich es immer noch interessant, weil das einzigste Krypto-Pokémon bis jetzt ist, was keine roten Augen hat. Die anderen haben alle rote Augen und sehen richtig böse aus. Knofenser einfach nur mit dem Nebel, aber keine roten Augen. Vielleicht wurden die auch einfach vergessen. Jetzt sind wir aber fertig. Ihr seht eine wachsende Herausforderung. 2 von, kann man nicht sehen, Belohnung 750, 750, 750, alles abgeholt. 1000 Sternenstaub, 3 Hypertränke, 3 Beleber. Das war Kapitel 2. Das schlimmste Kapitel jedes Mal. Ich fand es beim ersten Mal schon richtig nervig. Beim zweiten Mal jetzt erst recht nervig.
weil das einfach wirklich diese Aufgabe mit den 15 Erlösungen, keine Ahnung, die wollen einfach wirklich euch den Sternenstaub klauen, das muss doch aber nicht sein, gibt's da keine bessere Lösung? Wie fandet ihr das Kapitel 2 und was erlöst ihr immer? Schreibt's mal in die Kommentare. Wir sehen uns im Kapitel 3 auf jeden Fall wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.